Ja, weit geht die Reise aber nicht mehr. Oh. Das war eine Ja. Punktlandung. Und damit Heidi Ho und hereinspaziert zu Zelda Breath of the Wild Folge 100. 50 ungefähr. 100.000? Wow. Schau mal, da gibt es sogar einen Regenbogen. Boah. Crazy. In diesem Pilzland waren wir auch noch nicht, oder? Wir sind einmal durchgelaufen. Echt? Ja. Du meinst, glaube ich, ein anderes Pilzland wie ich. Wir müssen diesen Turm hier, glaube ich, noch erklettern. Stell dir vor, du hättest Zelda Link to the Past gespielt. Past, ich sag bewusst Past. Dann wärst du eingefroren worden und danach aufgewacht. Dann hätte man dir so eine Portion Magic Mushrooms verpasst und dann hätte man dir das gegeben. Wahrscheinlich hätte da schon Ocarina of Time gereicht. Da hat man eigentlich auch nur einmal im Leben die Chance, dass man irgendwie sagt, okay, ich mache jetzt 10 Jahre Gaming-Pause und verschließe mich komplett jeder Info über Spiele. Bilder, Videos, Gespräche, alles nix. Und dann holst du dir in einem Jahr irgendwie das aktuelle Gerät und die Top 10 Games aus dem Jahr. So, das wäre so geil mal. Aber macht man ja doch nicht. Ich weiß gar nicht, also Oder man denkt sich dann auch gute Nacht. ich glaube, klar, du denkst dann, das ist ja ein schönes Spiel, aber du weißt, glaube ich, dann nicht so zu schätzen, wie krass gut das eigentlich ist. Wieso? Oh. Weil du die ganzen mittelmäßigen Spiele zwischendrin ja nicht gespielt Ich hast. spiele überhaupt gar keine mittelmäßigen Spiele. Ich spiele ja schon nicht mal mehr die guten Spiele. Ich meine jetzt mittelmäßig, ist jetzt übertrieben, aber sagen wir mal, die Paar- und 80er-Spiele und du merkst einfach, dass da halt nochmal so und so viel mehr Raum nach oben jetzt Ja, gewesen aber du ist. musst doch auch den technischen Fortschritt, also ich finde Das ist eine Kiste, das gameplaymäßig, also System. so von wegen so, was die Qualität angeht, der jeweils besten Spiele im Jahr, da ist jetzt so viel nicht um, oder doch? Wie komme ich denn da dahin? Schon die halt einfach ans Land. Ich kann es mit Eis machen, aber so, achso, das kann ich, ja, das mache ich mit Eis. Oh Kannst du die nicht einfach dahin schwimmen? Ach, jetzt kommt schon hier die Polizei. nee. Vielleicht, wenn ich mal den. Achso, das war jetzt der Eisstab, Polarstab habe ich auch noch. Ich würde sie am liebsten ja alle umgehen und einfach darüber und hochkraxeln. Meinst du, ich kann Hätte ich gesehen. mit meinem Effekt, also mit dem Springding darauf. Probier's. Müsste eigentlich noch eine Ladung gehen. Dann hier von dieser Landzunge aus. Aber ich glaube, wenn die dich halt treffen mit dem Blitzding, dann. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sehr gut. Sehr schlecht, sehr schlecht. Da lang. Sehr Ja, schlecht. dreh dich um, du Depp. Du musst B drücken. Jetzt aber hoch, jetzt aber hoch. Jetzt aber hoch. Klettern Sie doch. Geh weg. Ja, wenn der dich trifft. Das war der gleiche Grafikeffekt, den auch die Portale in Turok hatten. Nee, aber zum Beispiel Turok. What the? Das fand man dann auf dem. Wo gab es auch auf dem N64, ja. Er hat jetzt Gewitter beschworen? Beschwört. Ich glaube schon, oder? Method Acting. Boah, das war gerade wie bei Superball. Links, 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 rechts, rechts, rechts. Oh, leider hatten sie das falsche Telefon. Nee, aber wie gesagt, Turok. Stell dir vor, du hast nur Turok gekannt und dann machst du 10 Jahre Pause oder 15 und spielst dann whatever 3D-Game. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Warte, bis dein Ding aufgefüllt ist, nicht spring hoch. Oder knall die ab. Mann. Das ist gar nicht so gut hier. Ich muss die jetzt echt mal abknallen erstmal. Scheiße.
Bogen wurde fallen gelassen, du hast Nahkampfwaffen ausgewählt. Ja, ich will ja den. Wo ist denn der Bogen hin? Nimm halt einen Zauberstab oder nimm halt übers Menü einen anderen. Ich bin so schlecht in diesem ganzen Kämpfzeug. Du hast halt null Geduld. Also wirklich 0,0. Habe ich auch, aber ich werde da immer hektisch. Übrigens, das. Ach, leck mich doch am Arsch! Und nu? Jetzt nimm halt einen Bogen und erschieß ein! Sag mal! Ja, ich will ja, aber der schießt mir den da immer aus der Hand und die Elektrobögen kann ich nicht nehmen. Du musst halt schneller schießen dann. Da ist schon wieder! Oder nimmst halt einen Zauberstab. So. Du auch noch. Jetzt schnell hoch. Meine ganzen Bögen jetzt sind da hoch. Unten im Wasser, die ganzen teuren Dinger. Da die Katzen, die wollen auch schon wieder, dass ich aufhöre. Die haben auch Gefühle. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Die Katzen oder die Gefühle? Die Bullen. Nein, doch, scheiße. Aber krass, dass die so ein richtiges Gewitter da beschwören können. Ganz schön atmosphärisch. Ich werde mich beschweren. Oh, da steht einer. Los? Hm, ziemlich hoch. Wenn ich vom Vogelvolk wäre, würde es wohl gehen. Ha, wo kommst du denn her? Erschreck mich doch nicht so. Wie bist du hier hochgekommen? Wie bitte? Das könntest du mich auch fragen. Mit einer Frage auf eine Frage antworten. Ich sehe schon. Aber gut, ich bin vorher schon auf der Suche nach dem Vogelvolk. Angeblich soll es hier leben. Also habe ich mich auf die Suche gemacht, aber plötzlich bebte die Erde und dieser Turm tauchte auf. Und da ich nicht wieder runter konnte, habe ich mich eben hier eingerichtet. Wo denn? Aber in schwierigen Zeiten wachse ich über mich hinaus. Dieser Ort ist perfekt für das Erforschen des Vogelvolks. Und wie bist du hier hochgekommen? Kommst du nicht mehr runter? Was? Du kannst fliegen wie das Vogelvolk? Ist das wahr? Ich forsche seit Jahren daran, wie man auch als Vidianer wie das Vogelvolk fliegen kann. Was sagst du? Es ist mehr Gleiten als wirklich Fliegen? Das macht gar nichts. Anhand der Gleitdistanz kann ich Berechnungen anstellen, die uns irgendwann das Fliegen ermöglichen. Davon bin ich überzeugt. Kannst du von hier losgleiten, damit ich sehe, wie weit du kommst? Ich nenne diese Versuchsreise die Vogelvolk-Herausforderung. Zeig mir, wie weit du gleiten kannst und ich belohne dich, je nachdem, wie weit du gekommen bist. Also zeigst mir deine Flugkünste. Ich mache jetzt erstmal den Turm aktiv. Ja. Mädchen getroffen, Träume werden wahr. Na, Schlagertext. Dreams die ganzen, Bögen, die muss ich ja nachher dann wiederholen alle, oder? Weiß ich nicht. Das waren die ganz teuren Dinger. Ich könnte runterspringen, die einsammeln und mich dann gleich wegbeamen. Hm. Da hinten ist ein Schrein. Was fehlt jetzt noch? Also einen Turm gab's noch. Nur noch? Aber wo? Da hat man doch hier gesehen, vielleicht hier oben. Der Bereich hier. Oh. Da ist überall Wasser. Ja, dann wird das schon der sein. Aber diese... Wie ist diese Ebene, wo das Pferd sein soll? Salfura oder so, Grasland oder sowas. Ist ja weiter unten. Die Katzen kratzen sich die Krallen übrigens an der Tür ab. Die wollen hier auch rein. Muss mega langweilig da draußen sein. Naja, das können wir ja nochmal dann einzeln nachschauen. Jetzt machen wir erstmal diesen Fliegtest. Dann holen wir uns die Bögen zurück. Ja. Und dann fahren wir zur alten Mühle. Ja, nimm deine Rubine. Dann machen wir hier mit Abflug, also von der Kante mit dem Revalis
Supersturm. Ich weiß ja nicht mal, wo das Ziel ist. Egal, soweit du halt kannst. Nee, aber der wollte doch Landepunkt und so weiter alles vorgeben. Dann wähl es mal kurz als... oder so. Guck, jetzt wird's gemessen. Schau, dass du möglichst weit, wo es bergab geht, fliegst. Dass du halt nicht vorher auftitscht. Vielleicht fliegt man zu dem Baum da drüben. Ich würde eher durch die Klippen durch und dann da hinten weiter. Eine Thermik sehen wir hier nicht, oder? Ich muss ein bisschen auf die Ausdauer achten. Schauen wir mal, da unten ist ein Totenkopf. Er markiert genau die Stelle, an der wir aus 300 Meter Höhe auf den Boden aufschlagen. Ich finde, ich halte mich ganz wacker. Ja. Ich schaffe es ja bis zur Brücke. Schau mal, was in der Brücke vorbei noch davor. Jo. Und nu? Jetzt hat der Schiri abgepfiffen. Ja, der braucht einen Videobeweis. Was für ein Flug. Fabelhafte 679,60 Meter. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Bisher war mir gar nicht in den Sinn gekommen, das Fliegen auf diese Weise anzugehen. Davon wird meine Forschung gewaltig profitieren. Dafür verdienst du dir eine ordentliche Belohnung. Na cool. Na, wie wär's mit einem Flug? Flieg nochmal und hilf mir mit meiner Forschung. Nee. Nee. Du musst die Bögen noch einsammeln. Ja. Klingst schon wie so ein Referendar. So. Hopp. Uppa. Platsch. Ja, wo sollen die jetzt sein? Da drauf. Ich werde erstmal eher hier. Oh, ich habe wieder keinen Bogen. Yep, that's me. You're probably wondering how I got here. Yeah, probably wondering how I ended up with this situation. Da ist immer noch nicht ganz klar, wo das herkommt, oder? Herrschaft Zeiten noch einmal. Das ist Ron Howard. Ist aus Arrested Development. Nee. Doch. Der Typ da mit dem Blitzzaubern. Ach, leck mich doch am Arsch. Aber für die Bingo-Karte, Daniel sprengt sich in die Luft. Oh Mann. Some things never change. Ich sollte es einfach nicht. Ich sollte einfach nicht kämpfen und nicht in brenzlige Situationen geraten. Einfach, ich lasse es einfach mit mir geschehen. Ich werde es nicht mehr dagegen ankämpfen. Ein untrüglicher Beweis dafür und mein tolles Talent, mich jetzt immer wieder in Kämpfe einzulassen und nie etwas zu Ende zu denken. Gehst du dem Schrein da? Ja. Soll ich dir sagen, was da drin ist? Ja. Ich weiß es. Kampfherausforderung. Leicht. Sau schwer. Nee, leicht reicht schon. Und eine Sache möchte ich noch hinzufügen. Ich hasse euch alle. Oh, da ist eine Sternschnuppe runtergegangen. Sternschnuppe. Sternschnuppe. Du kennst doch nicht Sternschnuppe oder Mädchen. Bist du in Hamburg, gell? Ich wäre gern... Nee, halt. Bienen! Nein, das sind gar keine Bienen. Fledermäuse. Ich war doch jetzt neulich erst in Hamburg. Ist es das da vorne? Ja. Das ist Hamburg. Das ist Hamburg. Nö, hat ein paar schöne Ecken. Hat ein paar nicht so schöne Ecken. Aber ich mag die Lebensart da so und wie die Leute so drauf sind. Und ich habe einen sensationellen Burger gegessen, nämlich einen, ich mag ja sonst eher nicht so Chicken Burger so gern, aber ich habe da einen Saté Chicken Burger gegessen und meine Fresse war das gut.
den Namen leider vergessen. Doch, warte mal. Und zwar, es war so ein ganz... ich habe sogar jetzt mir eine Eselsbrücke gebaut, das hat was mit deiner Band zu tun. Gorilla Burger. Grilly Idol hieß die. Geile Band Burger. Grilly Idol hieß das Ding und das war ein... So ein Burger-Dingsbums in Hamburg. Was habe ich denn mit Billy Idol? Ja, weil ihr so eine Billy Idol-Cover-Version im Programm habt. Schon länger nicht mehr, aber immer wieder mal. Und die ist sehr, sehr gut. Ist jetzt zu kommerziell geworden oder was? Nö. Billy Idol wäre jederzeit wieder bereit zu covern. Er hat gesagt, du sollst es bitte lassen. Hat er nicht. Der kennt mich nämlich gar nicht. Oh, der Grilly Idol. Wäre mal interessant, wenn man White Wedding googelt, ob man da... Oder bei YouTube sucht, ob man da sehr schnell unsere Version findet oder ob die da irgendwo auf Seite 10 ist. Und ob Billy Idol die mal gehört hat. Der Donaukurier, und dem darf man immer vertrauen, der fand die Version wenigstens ganz toll. Siehste? Neuer Stall, das heißt neuer... Wie heißt der? Kangis. Kangis. Jetzt wollen wir erstmal hier den Sternschnuppe. Haben wir das eigentlich schon jemals geschafft? Ich glaube einmal, aber eher so zufällig, da wo wir diesen Drachen hinterher... gesprungen sind, dann haben wir das doch irgendwie am Ufer rausgezogen. Waren wir hier schon mal? Mann, da steckt ja voller neuer Geheimnisse, diese Gegend. Wir waren hier schon mal, oder? Das sieht wieder aus wie das Tal der alten Könige aus meinem Traum. Da will ich mal hinkommen. Da reagiere ich wie der Typ in Mulholland Drive. Du jetzt am Pfeiferer und Joe ist weg. Ach du Wolf. Der Rapper. Ja. Tschüss. Sternensplitter. Ich glaube, ich gehe weg. Wie der Typ noch so. Zack. Scheiße, jetzt kann ich mich nicht zu dem Stall beamen. Und da war doch auch der Schrein. Beamen. Vielleicht, dass ich mich hier mal herbeamen. Nee, dann wieder auf den Turm, der Schrein, ja. Macht's gut. Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück. Ja, Story of my life. Da geh mal einen Schritt, geh mal hindreh. Nee. Wir sind diese Session wieder in, ich will sagen, so... Back to the Roots. Das ist mehr so Minute-to-Minute-Gameplay. Mehr so... Oh! Der Hund hat einen hochstehenden Schwanz. Ja, seit die Titanen durch sind, haben wir ein bisschen den Faden verloren. Aber es war ja auch das Ziel. Ich weiß nicht, ich glaube, viele Leute, wir haben ja auch gefragt, was ihr so meint. Und viele Leute sagten eher, sie fänden es jetzt dumm, wenn wir sofort jetzt da hier diesen Endkampf machen und das Spiel dann wegtun. Und ehrlich gesagt, wissen wir auch nicht, was wir mit unserem Leben anfangen sollen. Wir haben ja den Leuten auch sonst nichts zu bieten. Also es ist ja nicht so, dass das nächste so geeignete Let's Play direkt vor der Tür steht. Das kann ich meinen Ding-Zauber nicht mehr nehmen. Jetzt muss ich hier the long way home gehen. Ja. Und egal, was da am Horizont ist, es ist vielleicht immer ein nettes Spiel, aber es hat bestimmt nicht diesen Appeal wie das hier. Guck mal, wie schön das ist. Mein Gott. Echt null Ahnung. Oh, ich schätze mal, vielleicht mal wieder was essen. Schaut's mit den Bananen aus. Ich werde nochmal wieder was kochen. Ach Gott. Was essen wir denn? Mal ein bisschen Sumpfgras. Sumpfgras essen, wie das duftet. Matschig, pappig, reinen Mund. Ich habe echt keine Bananen mehr. Sumpfgras blöd. Bunt aus den Dungarmarschen. Dann gibt's jetzt mal eine Spurtmilch. Hui. Guten Tag, ich sehe, Sie haben da gerade Spurtmilch gekauft. Warum? Nun ja, weil die mich und meine ganze Familie einfach aktiv hält. Danke. Spurtmilch. Statt dass die Leute mal ehrlich sind und sagen so, naja, weil die Firma Spurtmilch mich dafür bezahlt, dass ich so tue, als wäre ich ein ganz normaler Passant in einer Fußgängerzone und druckreife Texte von mir lasse. Für so irrelevante Dinge wie Spurtmilch oder besonders günstige Brillen. Aber es funktioniert. Revalis Sturm ist bereit. Na also, jetzt geht's ab. Ja! Jetzt geht's rund, sagte der Papagei und sprang in den Ventilator.
Da ist übrigens noch ein Turm. Das kann man dem Spiel echt nicht hoch genug anrechnen, dass, oder generell spielen, die, wenn sie einem so ein Upgrade geben, dass das was ist, was echt geil ist und was das Spiel auch weiterbringt. Also bei Rollenspielen ist ja oft so, da kriegst du dann irgend so einen Skill, den du dir dann kaufst oder einsetzt und dann denkst du so, ja geil, benutze ich aber halt nie. Mhm. So wie wir hier alle Skills außer dem mit dem Rivali. Ich meine, das mit dem Schild ist schon ganz praktisch, aber das passiert ja einfach so im Kampf. Also nicht so, dass du jetzt dadurch ganz neue Möglichkeiten hast. Ich meine, hier kannst du halt, wie krass man damit abkürzen kann teilweise. Irre! Wie eine Einbahnstraße. Wenn man genug Mut hat. Ja. Alles eine Frage der Knautschzone. Hast eine dicke Knautschzone, was? Blinker raus und rechts ran. Parabelflug. Das ist doch mal genau mein Ding. Leider werde ich das nicht mehr spielen, sondern Michi dann in der nächsten Folge. Bis die kommt. Kann es eine Weile dauern, weil ich habe Urlaub und bin eventuell nicht available. Bis dahin haltet durch, schaut nochmal alle bisherigen Folgen, damit ihr auch auf dem Laufenden seid. Es wird auch abgefragt. Ja. Und immer schön Bingo spielen, gell? Ja, Bingo, tschüss. Bongo, Bango. Ciao.